Übrigens, der neue Not So Cool Song ist unter der Videobeschreibung verlinkt. Schaut ihn euch mal an. Der ist ganz klasse. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, diesem wunderschönen Tage mal wieder. Kennt ihr das nicht auch? Ihr wollt euch einfach mal Sachen anschauen, euch richtig aufregen und euch gleichzeitig fragen, warum zum Teufel ist es überhaupt dazu gekommen, beziehungsweise welcher Mensch baut so etwas? Gut, ich nehme an, ihr kennt das nicht, aber ich kenne das, denn ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als mich aufregen und ich liebe es, mich aufzuregen. Dementsprechend habe ich heute wieder meine Freunde von Reddit aus dem Crappy Design Thread neue Sachen für euch, über die wir uns jetzt gemeinsam überlegen können, warum Menschen das gemacht haben, beziehungsweise wir können uns einfach gemeinsam darüber richtig schön auskotzen. Der liebe Thomas war für mich mal wieder unterwegs. Hier haben wir eine wunderschöne Liste, die ihr hier sehen könnt, meine Freunde. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und beginnen direkt mit dem ersten. Ihr kennt das schon. Ich schaue mir die Bilder an, schreie ein bisschen rum. Ihr lasst einen Daumen nach oben da. Schaut regelmäßig meine Streams, kauft mein Merch. Alles super. Beginnen wir mit dem ersten Bild, meine Freunde. Hier haben wir... This is a moving train. 90 minutes away. Oh Gott, ist das dämlich, Alter. Okay, die haben wirklich... die haben auf die Werbung draufgeschrieben, nur 90 Minuten entfernt. Also, je nachdem, abhängig davon, wo der Zug gerade ist, weil es kann ja sein, dass der Zug gerade nicht in Pennsylvania, sondern in Kalifornien ist, dann ist es halt länger als 90 Minuten. Aber nur 90 Minuten entfernt. Da hat sich auf jeden Fall der Advertise-Designer eine richtig tolle Anzeige ausgedacht. Mad Respect an diese Werbeagentur. Beijing's Äquivalent of I Love New York. I Love BJ. Ja, I Love Beijing oder ich liebe Blowjobs. Das Shirt würde ich tatsächlich auch tragen. Ich mag nämlich Beijing als Stadt. Ich mag aber auch Blaubläser. Mag ich ganz gern. Deshalb würde ich mir das T-Shirt kaufen. Nächstes. Das ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch nicht wahr. Okay, beginnen wir von Grund auf bei diesem Bild, Leute. Wir haben hier zwei Pissoirs, die so mit einem Sichtschutz hier sogar vielleicht hingehört haben. Kann es sein, dass dann einfach gesagt worden ist, oh, wir haben hier nur drei Toiletten, die sind alle von unterschiedlichen Fabrikaten. Das sind wirklich nicht mal die gleichen Schüsseln, das kann man hier sehen, Leute. Das sind alles drei unterschiedliche Klos. Die sind vom LKW gefallen, Chef. Soll man die nicht einfach da einbauen und der Kunde merkt das nicht? Ja, klasse Idee, der findet es richtig super, dann machen wir sofort. Ja, und so muss es dann dazu gekommen sein. Also, ich stelle mir wirklich echt unangenehm vor, in der Mitte zu sitzen und zu kacken, während rechts und links Leute im Stehen mich anpinkeln. Das ist wirklich das Dümmste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Verdammt nochmal, wie kann so etwas geschehen? Ich verstehe es nicht. Was? Muss man jetzt immer mit offener Tür kacken? Ist das... Also, kann man die Tür nicht einfach zumachen? Oder vielleicht in die andere Richtung die Tür öffnen lassen, wenn man das Scharnier einfach, nein, außen anbringt? Oder wieso hat man nicht zuerst die Toilette eingebaut und dann die Tür? Nein, man baut zuerst die Tür ein und dann die Toilette und dann fällt einem auf. Ja, kleiner Gag, meine Gäste müssen halt immer mit offener Tür pinkeln und kacken. Das ist gerade ganz angenehm, weil direkt hier um die Ecke ist das Esszimmer. Und wenn dann Klaus nach einem deftigen Abendessen richtig einen fahren lässt, Alter, am Klo, können die Nachbarn das nicht nur sehen, riechen und schmecken? Nein, die können dann auch auf jeden Fall komplett vergessen, ihr Dessert zu genießen. Danke dafür, Klaus. Toller Abend, wirklich. Ja, ein Zimmer mit einem Ausblick. Schöne Küche. Das Fenster ist ja drin. Die Wand, die davor gebaut worden ist. Also, ich sehe halt sowas immer nur in den USA. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass wir Deutschen das irgendwie besser hinbekommen. Aber ich möchte jetzt sagen, dass wir Deutschen das besser hinbekommen. Ich sehe halt selten in Deutschland, gut, es gab mal eine Zeit, da gab es eine Mauer in Berlin, das ist eine andere Geschichte, meine Freunde, die wurde durch Häuser durchgebaut, aber das war eine ganz andere Sache. Also ich sehe halt keine Wohnung in Köln, wo einfach eine Wand davor ist, bei einem Fenster, weil wenn da ein Fenster ist, dann darfst du nicht deine Wand dahin bauen, weil derjenige halt ein Fenster dahin gebaut hat, das ist doch klar. Jetzt fragt man sich natürlich wieder, was war zuerst da, das Fenster, die Wand oder die Küche? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran gelegen hat. Ich weiß es nicht, es ist mir egal, nächstes Bild. Dieser Stadionsitz ist auf jeden Fall auch das Highlight im ganzen Stadion, sage ich mal. Da jetzt auch wieder mal die Frage, liebes Team, von dem Golfplatz, den man da unscheinbar im Hintergrund erkennen kann, warum wird dieser Sitz nicht einfach nicht montiert und man spart sich das Geld? Stattdessen montiert man den Sitz einfach, obwohl wahrscheinlich schon das Dach vorher da gewesen ist. Und der Bauarbeiter muss einfach gedacht haben, ganz ehrlich, derjenige, der diesen Sitz bekommt, der ist es einfach selber schuld. Wenn jemand diese Platznummer bekommt, ist es eh nicht mehr mein Problem. Es muss ja wirklich so ablaufen. Es muss ja wirklich jemand sein, der mit einer kompletten Scheißegal-Mentalität da reingeht und ganz ehrlich sagt, so, es ist mir jetzt auch egal, ob auf ihrer Ravioli Kacke drauf ist oder nicht. Sie müssen sie essen, ich nicht. So ungefähr ist das, Alter. Wie kann das sein? Wieder in den USA, man sieht es wieder. Großes Kino, ganz toll. Pure Natural, let your dog follow his instincts. Da ist eine Katze drauf. Soll das jetzt heißen, dass mein Hund entweder Katzen fressen soll? Weil das ist der Instinkt eines Hundes. Oder soll das vielleicht darauf ein Hund sein, anstatt einer Katze? Man weiß es nicht. Vielleicht gibt es aber auch einfach Hundefutter mit Katzen drin. Und auch andersrum. Warum auch nicht? Ich meine, Lebendfutter ist ja auch bei Reptilien üblich. Man kann dem Hund doch einfach eine kleine Katze hinwerfen. Nö. Frage ist dann, ob der Hund die Katze frisst oder die Katze den Hund. Das muss man dann gucken. Der Sinn dieser Tür erschließt sich mir bis dato nicht vollständig. Diese Tür, also die ist ja provisorisch. Das ist ja so Holz. Nur irgendwer scheint ja damit irgendetwas aus...
zu bessern wollen, beziehungsweise irgendwas zu sichern wollen. Da ja hier das Geländer relativ niedrig ist, kann ich ja hier einfach drüber klettern. Macht keinen Sinn. Aber vielleicht ist es für Brandschutz ganz sinnvoll, weil wenn nämlich von hier Feuer kommt, dann muss man nämlich erst durch die Tür laufen und kann nicht direkt die Treppe runter. Oder man hat dann nur die Möglichkeit, hier drüber zu steigen, dann hängen zu bleiben, dann in den Flammen zu ersticken. Ist auch geil, ist auch cool. Tolles Todesfabrik-Konzept. Mag ich, super. I've never met Lauren, but I already know I don't like her. Lauren keeps a look naturally by stacking books back to front. Was soll das denn? Das macht gar keinen Sinn. Warum stelle ich meine Bücher andersrum? Weil meine Bücher haben bewusst einen Buchrücken, wo drauf steht, welches Buch das ist. Übrigens steht da nicht Lauren, da steht Jenny, meine Freunde. Ich kann es ganz genau erkennen. Übrigens, der neue Not So Cool Song ist unter der Videobeschreibung verlinkt. Schaut ihn euch mal an. Der ist ganz klasse. Ja, macht Sinn. Also, wenn ich erstmal jedes Buch rausholen muss... Danke dafür. Wenn ich erstmal jedes Buch rausholen muss, um dann das richtige Buch zu finden... Da kommt doch schon die Trottelpolizei. Großes Kino, Lauren, das geht an dich raus. Die Trottelpolizei hol dich jetzt jeden Moment ab. Ganz, ganz stark. Leute, Werbung auf Fahrzeugen und Bussen. Mach das nicht. Das sieht ja noch gruseliger aus. Es ist ja genau da, wo die Augen sind. Ich meine, wenn das Fenster jetzt zur Seite geschoben wird, hat die Frau einfach keine Augen. Was zum Teufel? Warum? Lasst es doch einfach gut sein. Druckt doch eure Werbeplakate einfach auf Plakate und nicht auf Busse und sowas. Das sieht so scheiße aus, Mann. Welcher Mensch bezahlt dafür? Ich würde mich so aufregen, wenn ich dafür Geld bezahlen müsste. The Sliding Door Company. Ja. Eine Firma, die Schiebetüren herstellt und als Eingang hat sie keine Schiebetür. Das ist toll. Das ist so, wie wenn ich eine Keksfirma bin und im Eingangsbereich auf dem Tresen keine Kekse liege, sondern Kondome. Okay. Handpicked by hand. Handpicked by hand. Ja, von Hand gepflückt, von Hand. Also, wenn man ja handgepflückt von Hand schreibt, dann... Weil handgepflückt von Hand, handgepflückt heißt ja, dass eine Hand es gepflückt hat. Deshalb... Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch generell ist, das Prädikat handgepflückt jetzt nicht so das tolle Gütesiegel, aber das lassen wir jetzt erstmal außen stehen. Vielmehr interessiert mich dann doch, wie man etwas von der Hand pflücken kann, wenn man es nicht mit der Hand macht. Also ich meine, trotzdem können es ja Roboterhände sein, oder? Ja, tolle Werbeanzeige, Strongbow, das habt ihr gut gemacht, wenn ihr Sachen von Hand pflücken könnt. Toll, von Hand gemacht mit der Hand. Mad Respect. Max too hot to hold, ring too small to fit, finger through. Okay, das... Okay. Also, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil Espresso-Tassen, meine Freunde, hält man nämlich so, ja? Der edle Adelsmann, wie ich es bin, meine Freunde, ja, ich habe mir übrigens durch das YouTube-Geld einen Adelstitel gekauft. Ich bin jetzt Graf von und zu Arsch. Dieser Mensch weiß auf jeden Fall, dass man die Tasse so anfasst. Trotzdem habe ich mich auch schon immer wieder gefragt, wobei ich glaube, so ist anzufassen, ist auch extrem unangenehm, weil dafür ist das Loch wieder zu groß. Ich glaube, das echt einfach scheiße sein, das stimmt, weil ich kenne das, wenn ein kleines Loch drin ist, dann hält man die Tasse so, aber... So ist halt echt kacke. Just let the fire consume me. Oh, okay. Das heißt, wenn man falschen Alarm zieht, dann wird man da eingesperrt. Und wenn der Alarm dann richtig ist, dann würde ich auch eingesperrt. Ja, klar, dann verbrenne ich halt. Ist doch cool. Dann bin ich derjenige, der wenigstens alle gerettet hat und sterben Heldentod. Ist doch cool. Dann bin ich wenigstens auf der Titelseite meiner lokalen Zeitung. Ganz stark. This mug I made for my dad when I was 8. Das ist einfach erstmal Sauscheiß zum Trinken und zweitens sieht das aus wie eine Menge Pimmel. Ich würde auf diesem Scheißbecher kein einziges Mal was trinken. Wenn mein Sohn mit 8 Jahren mir sowas schenken würde, ich würde sagen, es tut mir leid, ich würde den Becher nehmen, auf seinem Kopf kaputt hauen und sagen, du bist jetzt leider zur Adoption freigegeben. Sowas kommt mir nicht ins Haus. Fat forever. Ja, fat forever. Bei einem Fitnesscenter macht es auf jeden Fall Sinn. Das soll nicht fit heißen, sondern fett. Man kennt das, Leute. Fitnesscenter werben damit, dass man immer fett bleiben kann. Ganz toll. Discounter looks like someone smeared shit on it. Ja, das sieht wirklich aus, als hätte einfach jeder seine Kacke dahin geschmiert. Ich dachte gerade zuerst, das wären Haare. Man kennt das ja vielleicht, wenn so ein paar Haare vom Kämmen irgendwie im Becken liegen. Das sieht aber wirklich so aus, als hätte jemand einfach konstant Kacke genommen, die da drauf verrieben. Warum nicht? Ist auch, glaube ich, für die Putzfrau ein tolles Spiel, wenn ich tatsächlich mal meine Kacke nehme, die darauf verreibe. Ist es dann an sie die höchste Aufgabe zu erkennen, ist es jetzt Kacke oder ist es dann vielleicht doch das Waschbecken? Please have ticket or ass ready. Ja, dann zeige ich dann doch lieber mein Ticket, bevor ich meinen Arsch zeigen muss und damit sonst was passiert. Ja. Und zum grünen Abschluss, meine Freunde, kommen wir jetzt, weil Thomas mir unbedingt noch ein Video zeigen wollte, beziehungsweise ein GIF, welches mir wohl unbedingt anschauen muss. Place 10 feet away. Place chart 10 feet away. Okay. Wenn ich das jetzt 10 Fuß wegmache, dann stehe ich auf den Gleisen. Ja, geil! Auf jeden Fall eine tolle Idee. Auch da wieder großen Respekt an den Designer des Ganzen, der sich dann gedacht hat, hey, wieso nehmen wir nicht einfach dieses wunderschöne Poster, um zu gucken, ob die Leute ihre Action for Road Safety, um zu kontrollieren, ob die Leute noch vernünftige Augen haben, damit sie auf der Straße sicher sind und lassen sie einfach auf die Gleisen laufen und vom Zug überfahren. Tolle Idee. Wirklich, ganz klasse. Leute, ich habe mich heute nicht ganz so sehr aufgeregt. Ich verstehe nur manche Dinge einfach nicht. Sie gehen mir nicht in den Kopf rein. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut definitiv bei Not So Cool vorbei. Ich dabber on die Hater. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein. Tschüss.